Hey, warum soll ich das bei Fallout 4? Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, das Dach. Also ich habe herausgefunden, dass es hier irgendwo Mapads geben muss, wo es auch einen gibt. Und ich schaue mir währenddessen noch so ein YouTube-Video an, wo ich jetzt die Zeit habe. Wo, also ich weiß, wo wäre das YouTube-Video? Weil ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ihr Bock habt, jetzt zu warten, bis ich hier alles zufällig finde. Also, das war eine, also ich kann schon manchmal Wer nicht kurz. vorausragt, ist keinen Blick wert. Also vom, also vom Eingang war es glaube ich gut zu finden. Also wohl von dem Eingang hier meine glaube ich, war das gut zu finden. Der, wir wissen ja, der komplette Eingang ist dann Stunden dauern, bis man da durch ist. Also zumindest ziemlich lang. Die aber schon sind, vor allem wer ist wohl gestorben. Vermutlich. So. Nun, so weit, so gut. Das ist ja ein Markt. Market Insight. Sei Puster, aber schon hast du verkaufen. Am besten schon jetzt, wenn ich den Starcan finde, dann schaue ich mal, was sie verkaufen an Waffen und Munition und so weiter. Apropos Farbe muss ich auch noch mal was kaufen. Also mindestens eine Sache, eine Sache, noch ein anderer Händler. Also ich habe bei einem Händler auch mal nachgeschaut zwischen den Folgen. Nur bei einem nicht, weil ich für die Folge eine Quest erledigen muss. Ziemlich gute Sachen gefunden. Interesse? Dann lass mal sehen, was du so hast. Ja, okay, an sie verkaufen Munition und wenn ich ja gut, also für die Trunken kann ich eigentlich immer gebrauchen. Und wie ist mit den Fusionszellen aus? Ja, ist ja auch noch nicht schlecht. Hat sie auch Fusionszellen? Tatsächlich. Jetzt die Frage: Hat sie auch Brammelfleisch? Brauche ich ja für. Dingels um, obwohl, nee, brauche ich nicht, brauche ich, aber wisst ihr was, ich habe erstmal nichts. Ich handle mit ihm. Boss, du hast Coulter echt eine Abreibung verpasst. Das war mal was. Dann sind seine großen Pläne für den Park wohl mit ihm gestorben. Informationen verlangen. Red weiter, sonst prügel ich es aus dir raus. Musst du nicht, Boss. Ich sag dir alles, was ich weiß. Als Coulter Overboss wurde, hatte er große Pläne. Und er machte ein paar große Versprechungen. Interessant. Er wollte das Kraftwerk wieder ans Netz anschließen und den ganzen Park beleuchten, damit er einfacher zu erobern und sicherer für uns alle wird. Das hätten wir schaffen können. Aber dann wurde alles langsam, träger. Coulter verlor die Motivation. Coulter war schwach. Coulter war schwach und jetzt ist er weg. Es ist egal, was er wollte. Du hast recht, Boss. Der Park gehört jetzt dir. Ist egal, was er wollte. Ich bin nur ein einfacher Händler. Also zählt meine Meinung nicht. Ich finde den Plan aber trotzdem. Verdammt. Vielleicht hätten dann auch die armen Wichser draußen in Wyrock Gulch eine Chance. Welche armen Wichser? Welche armen Wichser meinst du denn? Als die Raider die Kontrolle übernahmen, sind einige von uns entkommen. Also von den Händlern, die hier vorher waren. Ich weiß nur, dass sie in Wyrock Gulch waren. Haben wahrscheinlich Probleme, wenn sie überhaupt nicht. Nee. Wirst du Coulters Plan in die Tat umsetzen, damit wir wieder Saft haben? Ein guter Plan. Coulters Plan war gut. Vielleicht führe ich ihn ja zu Ende. Hoffentlich, Boss. Ehrlich gesagt, habe ich mehr als einmal von diesem Tag geträumt. Keine Ahnung. Vielleicht liegt mir der Ort hier einfach am Herzen. Habe eine Menge Arbeit reingesteckt. Hört sich seltsam an. Das weiß ich, aber Nuka World ist etwas Besonderes. Ich finde, ihre Lichter sollten endlich wieder leuchten. Und stell dir nur vor, nachts würde man uns meilenweit sehen können. Die Leute würden darüber reden und auf dem Markt einkaufen kommen. Das sind eine Menge Kronkorken für dich und die Banden.
Schon lange hier? Wie lange bist du schon hier? Rund 20 Jahre, denke ich. Ob's mir gefällt oder nicht. Nuka World ist mein Zuhause. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Bis dann, Boss. Na, der Kerl. Solange du dir die Waren und nicht mich anschaust, mache ich gerne Geschäfte mit dir. Okay. Nachladen. Hören die Raider nicht, würde ich mal mit meinen Kindern vorbeikommen. Ja, Raider sind halt gefährlich, ist halt so. Okay, also. Welche Zeit muss ich hier lang? Na also, und da ist ein weiterer Starkern. Was hat er die hier an eigentlich? Es war toll, Coda abkratzen zu sehen. Der hat mir eine Heidenangst gemacht. Von dem hatte ich Albträume. Wie war er so? Mit einem Wort, gewalttätig. Von den anderen Raidern wirst du hören, dass er ein bisschen zu bequem wurde. Auf jeden Fall war er jemand, mit dem ich es mir nicht verscherzen wollte. Genau wie ich es mir mit dir nicht verscherzen will. Ich bin... Du kennst mich nicht. Du weißt nichts über mich. Ich könnte viel schlimmer sein als er. Du hast absolut recht, Boss. Das hätte ich nicht sagen sollen. War dumm von mir. Also, was hältst du davon? Nuka World anzuführen, meine ich. Muss ziemlich schwierig sein, diese ganzen Raider auf Linie zu halten. Das Beste ausmachen. Overboss von Nuka World zu werden, war nicht meine Absicht. Aber warum nicht die Vorteile meiner Position genießen? Klingt für mich vernünftig. Aber du hast bestimmt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu reden. Oder möchtest du was kaufen? Was hast du? Was hast du vorrätig? Eigentlich von allem etwas. Vorräte, ein paar Komponenten, solche Sachen. Also, was brauchst du? Noch nichts. Jetzt gerade nicht. Kein Problem. Also die Händler auf hier wohl verschiedene Sachen. Das ist ein gefährlicher Ort. Holt euch hier Waffen von bester Qualität. Also ich bin ja Oberboss, also kann ich auch nehmen, was ich will. Also ich mir hier mal das hier. Ich darf ja nehmen, was ich will, weil ich Oberboss bin. So, dann gehen wir wieder raus und ich schaue auf YouTube, wo der nächste Starkern zu finden ist. Ich weiß schon, wie er hätte es hin müssen. Sein Wort namens Yuka Kate offensichtlich, aber ich glaube, den werden wir auch schon finden. Wenn wir nur ordentlich suchen. Aber vielleicht ist es aber so schwer, sollte er auch gar nicht zu finden sein, würde ich mal schätzen. Was zu geben, Yuka World, die Stromversorgung wäre vielleicht eine gute Idee. Also gut, Yuka Kate, das finden wir schon noch. Moment mal. Aber ich weiß denn, also. Aber es haben wir, wie man sehen kann, sind wir auf dem Kopf schon mehrere Orte, die ich noch nicht entdeckt habe. Dann schauen wir dir, ob wir dann Yuka Kate finden. Einfach was anderes. Aber wir brauchen nicht eingezeichnet, so wie es aussieht. Ah, Yuka Kate gefunden. Sofern es da wohl der Eingang ist. Ja, es ist Yuka Kate, das müsste der Eingang sein. Und wer es lädt, schaut auf YouTube weiter. Ich schaue übrigens ohne Ton, damit ich störe. Ich gebe so einige Manage von weiter, das war die unbeliebter. Ich erwähne es, bin ich ehrlich genug dafür.
Andere würde das einfach nicht sagen, weil sie. Weil wer sagt, er sagt aber nicht. Da würde ich mal sagen, da hast du wohl recht. Aber jetzt ehrlich, man, jetzt wäre ein Code, als wenn er das gewollt hätte. Und der nächste Starkern gehört uns also. Die letzten kann ich sowieso nicht holen. Für die Zivilisierung kann man sich erst einmal mehr Quests abschließen. Okay, ich weiß nicht mehr, wo es zu einem Schrott als in Yuka wird, den ich wohl nicht entdeckt habe. Aber das schafft man schon auch noch, keine Sorge. Dadurch heißt der YouTuber, der das Video hat, auf der Karte, wo der Schrottplatz ist. Allerdings merke ich, der ist wohl an der Partei wesentlich näher dran. Hat wohl die X-Rider-Power-Rüstung, die ich dort, glaube ich, da keine einsetzen musste, die welche wir erst so ziemlich Ende der Questreihe erst holen können. Also, das hier war wesentlich näher dran. Von daher werde ich auch von dort aus weiter um die Starkern zu suchen. Na, also, wenn ich einen Starkern habe, kann ich danach immer endlich mal die normale Questreihe machen. Und da schon das meiste geschafft, von daher. Okay, jetzt so ansehen, muss ich wohl erstmal irgendwie hinter die Mauer des Parks kommen. So wie es aussieht. Also muss ich erst einmal einen Weg aus der Mauer herausfinden. Aber ja, es wird tief runter. Nein, Piper, so blöd bin ich nicht. Obwohl, Moment mal. Also. Auf jeden Fall, irgendwie muss man ja aus der, irgendwie muss man ja an die Mauer vorbeikommen. Irgendwie. Muss man an die Mauer kommen. Und manchmal. Also ich glaube, es gibt irgendwie an jedem Part, glaube ich, einen Wink, den die Mauer, ich muss ihn nur finden. Also der Richtung lagen die Mauern, richtig? Yep. Also schaue ich mal am besten, wenn ich den Mauerrand finde und gehe dann und folge dann den Mauerrand, bis ich irgendwann halt einen Weg rausfinde. Voraus, ich komme bis zum Mauerrand. Also bis zur Mauer, was hier, was... Ja? Okay, ich... Okay, aus hier habe ich die Mauer gefunden. Manchmal kann ich vielleicht von dort hoch und dann wieder rauskommen. Da ist völliger Versuch, ist es wert.
Wenn nicht, kann ich hier nicht, kann ich hier oben sein, wie durch die Mauern suchen. Da habe ich wohl einen Stark hergeholt. Okay, rausgreifen, es wird schon nicht, Alter. Hinten war auch so eine Art Abzweigung oder so. Weiter unten, meine ich. Ja, bringt ja nicht viel. Ach, war ich schon alles geplündert? Nee. Sie wird... Nee. Moment mal, aber... Ist das jetzt eine Mauer oder ist das jetzt ein Weg? Weil ich denke, was da immer verzeichnet war. Okay, also hinter die Mauer, also diese Mauer bin ich schon vorbei. Okay, jetzt war die richtige Richtung, jetzt ist das... Aber die richtige Richtung. Was haben wir denn hier? Die erhalten Lagerhütte oder so. Da haben wir ein Lagerhaus oder so aus. Entschuldigung? Das Rudel lässt die Sau raus. Ja, hier braucht sie wohl nicht mehr. So macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur Wölfe auf. Mensch. Tatsächlich. So, okay, also mal schauen. Wo genau war jetzt der Schrottplatz? Männchen mal. Okay, also. Ich muss jetzt mal weiter raus. Ich bin schon da wieder auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen. Also in der, also. Na, noch weiter sogar. Hier ist dann so ungefähr in die Richtung. Ganz ruhig, Kakerlake. Okay, kurz schauen. Kann ich jetzt hier erledigen? Ich sage also, nee, die Messer war auf jeden Fall nicht. Was soll's? Hast du das, diese Wesen hat er die Tier Insekten als Bosheit? Das kannst du glauben. Na, also Schuss ist hier auch los. Hier müssen wir, oder? So auch wieder raus eigentlich. Okay, also ich weiß ich jetzt bis hier, dann gehe ich hier entlang. Naja, ich gehe besser weiter sogar. Okay, jetzt schaue ich mal,
bis ich auf einen Kompass in... Oh, das Zeichen habe ich gesucht. Nur bis zum Ort hin. So, jetzt muss ich jetzt zumindest. Aber ja. Und dann klinge ich hier. Okay, sind ja dicht. So. Wahrscheinlich bin ich schon fast tot. Ausch. Friss das. Oh nein! Wir entstehen schon mit Robotern. Friss das! Au, fuck! Okay, ich brauche ein Stimpack. Nachladen. Endlich. Noch lange nicht. Okay, Starkern. Zufällig finde. Bevor ich mir jetzt erledigt habe, dann werde ich wahrscheinlich auch vorher abhauen. Aber wenn ich die nicht vorher finde, woher ist das Dokument? Dann werde ich vorher noch erledigen müssen. Das sind das, diese Schrotthaufen, da sind das. Der ist friedfertig. Kurz schau, ob ich da was aktivieren kann. Natürlich, dass ich das Zimmer entsperrt habe.
Okay, Barley. Kills könnte das Kais nicht sein. Limpet, ja, das könnte es sein. Wallkick könnte es auch nicht sein. Raven könnte es sein. Halten, aktivieren. Muss auswählen. Immer erste Hilfe. Bitte will sich nicht wehren, also will ich bekämpfen. Okay, gut, so. Er ist da. Ach, er ist schon tot. Dann. Ist mir was hatte? Tatsächlich, ja, war wo oder sogar. Okay, wo ist denn der Starkern zu finden, ist jetzt die Frage. Okay, die Antwort kenne ich jetzt. Ich muss noch zurück in dieses. In die Überreste über dieses Glas, was immer es ist. Oh nein. Roboter, die Roboter haben jetzt egal sein. Ich weiß ja, ich dachte, die Roboter werden erledigt. Aber jetzt, wo es ist, hole ich mir jetzt und dann auf geht's in Sicherheit. So, hier muss ich dafür. Oh, dann die Ray hat's wohl erwischt. Habe ich da jetzt, das war jetzt ein Tony Alien wahrscheinlich. So, keine Sorge, keine Sorge. Ich nehme mal Piper vorher. Weißt du, ich weiß noch immer wirklich zu schätzen, dass du kein Idiot bist. Danke. Nein, ich meinte das nicht so. Ich könnte nur wirklich Hilfe gebrauchen. Normalerweise würde ich mit so etwas niemanden nerven, aber du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Und ich habe da dieses Problem mit meiner Schwester. Nat. Langsam zu mir wird. Sie wird wie du? Sie wird so wie du? Was meinst du damit? Ich mache mir schreckliche Sorgen darüber, dass sie so wird wie ihre große Schwester. Denk doch mal an das Leben, das wir führen. Nichts für ungut, Blue. Aber persönliche Sicherheit liegt uns beiden ja nicht sonderlich am Herzen. Sie darf nicht enden wie ihre große Schwester. Ständig im Kugelhagel und auf der Flucht vor den Leuten, die sauer auf sie sind. Das ist auch mit ein Grund, warum ich so viel unterwegs bin. Mit ein Grund, warum ich hier bei dir bin. Ich denke mir, wenn ich mich rar mache, nicht so viel in ihrer Nähe bin, wird sie vielleicht anders. Dann ist sie wieder die süße, unschuldige Ned, Zeitungsausträgerin und Vorzeigebürgerin. Was soll ich nur tun, Lou? Liebe sie einfach. Du liebst sie einfach. Die Familie ist kostbar. Du solltest sie auf keinen Fall wegstoßen, denn sonst könntest du sie für immer verlieren. Du hast recht. Das darf ich nicht riskieren. Danke, Blue. Wer hätte gedacht, dass es ein so gutes Ende nehmen kann, wenn man einfach mit Fremden loszieht? Leute wie du werden heute gar nicht mehr gemacht. Wir sind echt gute Freunde, weißt du das? Ich wäre jetzt mal... Freunde. Also, ja. Da dachte ich mir zumindest. Außer es ändert sich irgendwie irgendwas. Mensch, ist es hier plötzlich warm? Aber hey, nochmal danke fürs Zuhören. Tut echt gut, mit jemandem darüber reden zu können. Also, sollen wir dann aufbrechen? Da drin ist Munition. So besser, also, Kaisäure ist da, hält jetzt nicht im Safe. Das heißt, zeige ich euch gleich. Der ist nämlich da drüben. Oh, Whisky. Ah. Nochmal, ja. Heißt, kann ich ja noch gar nicht. Mensch, mal. Was ist das Dokument? Meins. Toll, ich habe ja so viel. Ah.
Hey. Schieß los. Schau dich um. So. Immer so viel. Na toll. Wir gehen jetzt mal raus und warten auf Piper. Und dann schaue ich schon mal, wo es nächstes dahin zu finden ist. Suchst du was Bestimmtes? Heißt bei Dry Rock. Dry Rock was? Dry Rock Gulch oder was? Theater, wie was heißt? Was müsste dann hier sein? Wo ist doch woanders? Habe ich schon geholt? Na ja, werden wir gleich wissen. Ich sag Parkteil, also Dead Rock Gulch. Ich muss da zum Eingang, damit ich den genauen Weg folgen kann. Alles einfach von diesem Parkteil. Das ist der Eingang. Ist das der richtige? Yep, ist der richtige, wie er aussieht. Hier will ich schon geholt. Leider nicht hier rum. Die habe ich schon mal gefunden. Tja. Ich vergiss nur, wo dann die nächste ist. Frisch auf jeden Fall.
Okay, ich vermute mal, dass ich wieder zum Eingang muss. Muss ich mich wohl. Hast du die auch schon geholt? Moment, ja, kurz. Wie viele Star-Kerne habe ich eigentlich? Bevor es nur diesen einen gibt, an dem ich es noch nicht rankam. Also so, okay, Daten. Das war, glaube ich, besonders gewesen, glaube ich. Okay, wir schauen, muss ich wohl noch mal in diesen einen Tunnel rein, in dem ich schon drin war. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. Wegen diesem Korkisebum muss ich da, glaube ich, rein, wenn ich mich recht erinnere. Das ist ein Jurkor Quantum, was dachte ich. Na egal. Ich bin mir sicher, aber ich glaube, habe ich auch schon geholt. Kann das sein? Genau, hier lang ging's. Das habe ich hier schon durchsucht. Ah, der hat doch nicht geholt. Und wo ist er als nächstes? Manche erfährt aber welche, oder werden nur diejenigen gezählt, die ich schon eingesetzt habe. Als ich es schon eingesetzt habe, alles klar. Wie Star-Kerne habe ich jetzt im Inventar? Wahrscheinlich unter Schrott. Nee. Oder? Nachher diverses. Tatsächlich, jetzt haben wir hier übrigens 4 und den restlichen können wir uns entweder jetzt oder einigen weiteren Quests jetzt holen.
Also wird sich ja wieder hier aus, wohlgemerkt. Ein deutsches Dokument. Ist ja mit mehr Israelisches zu holen. Naja, ich gebe zu, Cola schmeckt schon, aber persönlich fällt es mir einfach besser. Muss ja den Fuß folgen, da finde ich schon früher oder später hinaus. Das ist der Ausgang. Okay, die vier einsetzt und die sind immer keinen Strom aktivieren können, dann müssen wir echt hoffen, dass wir ja wirklich Quests wieder mehr Strom an Yuka schicken können oder so. Okay, so. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen anderen Starkerne ein, die ich schon mal dabei habe, setze ich ein bisschen schon mal ein. Nun, ich müsste vorstellen, wo ich die ersetzen kann. Muss verwenden, okay. Jetzt muss ich wohl noch einmal einen Platz finden, wo ich hier einsetzen kann. Also hier ist schon mal alles eingesetzt, nämlich so wie es aussieht. Kann es nur bei den ganzen Gerätschaften hier in einem freie Stellen geben. Ne, brauche ich nicht. Manchmal, wenn es hier drin nichts gibt, vielleicht tausend Stellen hier im Programm, wo ich da was einsetzen kann.
Okay, aber ich habe nicht welche. Der Versuch war es wert. So, schauen wir mal, ob wir jetzt hier was machen können. Was ist Zugriff? Schloss öffnen? Ja. War klar, dass es nicht ging. So, Starkern-Netzwerk ansehen. Insgesamt einmal der Starkern wurde innerhalb der Reichweite der Position werden bestimmt. Ja, bla bla, steht jetzt nur, worüber auch welche sind. Ich weiß ja, dass ich jetzt noch nicht rankomme. Aber vielleicht muss ich jetzt noch so einen Notstor so aktivieren. So, okay, und ich würde sagen, im nächsten Video schauen wir mal langsam, dass wir endlich mal ein Oberboss-Zeug machen, also mit Kate sprechen. Aber bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.